Grüß Gott und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Am Freitag sind Sie das erste Mal in Südtirol, um genau zu sein, in Bozen aufmarschiert, mit bunten, selbstgebastelten Schildern, wie man gut auch im Hintergrund sehen kann. Dann, einen Tag später, kamen Zehntausende von Ihnen in Rom zu einer Großkundgebung zusammen. Die Rede ist von den Sardinen. Seit etlichen Wochen finden in ganz Italien, vor allem in den größeren Städten, viele Kundgebungen dieser Sardinen statt. Dabei protestieren Tausende von Menschen friedlich gegen den Populismus in der Politik. Doch was bringt das? Überhaupt, wie parteilich sind die Sardinen einzustufen? Sie selbst bezeichnen sich als überparteilich, aber stimmt das auch? Wer steht hinter den Sardinen und welche Auswirkungen hat diese Art, Politik zu machen, auf die reelle Politik in Italien und in Südtirol? Darüber und nicht nur wollen wir heute Abend diskutieren. Elisabeth Beiner führt uns in das Thema ein. Begonnen hat alles vor einem Monat in Bologna. Damals hatte Lega-Chef Matteo Salvini einen Wahlkampfauftritt für die Regionalwahlen im Jänner abgehalten, vor rund 6000 Personen. Vier junge Männer aus Bologna wollten ein Zeichen setzen und haben über soziale Netzwerke im Internet die Einwohner von Bologna zu einer spontanen Kundgebung gegen Populismus, Hass und Intoleranz aufgerufen. Gekommen sind 12.000 Personen, doppelt so viele wie bei Salvini. Der Spruch der Kundgebung lautete Bologna non si lega, ein ironisches Wortspiel gegen die Lega, frei übersetzt, Bologna lässt sich nicht einfangen. Seitdem treffen sich fast wöchentlich in allen großen Städten Italiens tausende Personen, um als Sardinen ein Zeichen des Protests zu setzen. Den Namen hat sich die Bewegung ausgesucht, weil die Menschen eng wie die Sardinen in der Büchse zusammenstehen sollen, um gegen den Rechtspopulismus zu demonstrieren. Außerdem treten die Sardinen meist in großen Schwärmen auf. Und genau das hat die parteiunabhängige Bewegung auch vor wenigen Tagen geschafft. In der Liga-Hochburg Mailand kamen 25.000 Menschen und am vergangenen Samstag in Rom zwischen 30.000 und 50.000 Personen. Die Organisatoren sprachen sogar von 100.000 Teilnehmern. Auch in Südtirol gibt es Unterstützer für die Sardinen. Am Freitag fand eine erste Kundgebung in Bozen statt. Doch was wollen die sogenannten Sardinen wirklich erreichen? Wie parteiunabhängig ist die Bewegung tatsächlich? Wie gefährlich sind die Sardinen oder sind sie eine Chance für Italien und auch für Südtirol? Darüber diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Die Sardinen, ein völlig neues Phänomen, mit dem man sich also auseinandersetzen kann. Und genau das tun wir heute Abend. Das sind meine zwei Studiogäste. Zum einen der neue Co-Sprecher und somit Co-Landesvorsitzende der Grünen, Felix von Wohlgemuth. Und zum anderen der Parteiobmann der Freiheitlichen, Andreas Leiter-Reber. Schön, dass Sie beide kommen konnten. Guten Abend. Herr von Wohlgemuth, was halten Sie denn jetzt von dieser neuen Bürgerbewegung namens Sardinen? Eine Bewegung, die sehr schnell sehr groß geworden ist. Darum kann es immer nur eine Situationsbestimmung auf heute sein. Ich bin sehr begeistert von dieser Bewegung, dass sie einen Gegenpol darstellt zu den Massenveranstaltungen, die die Lega in Italien Land auf, Land ab in den letzten Monaten gemacht hat. Dass man ein Gefühl kriegt, dass es viele Menschen gibt, die diese Art der Politik nicht teilen, die sich eben gegen Rassismus, Nationalismus und auch Populismus auch einsetzen wollen. Die Sardinen protestieren ja offenkundig gegen Populismus, den Populismus in der Politik. Andreas Leiter-Reber, Sie sind Vorsitzender der Freiheitlichen. Die Freiheitlichen haben in der Vergangenheit ja auch immer wieder mit populistischen Sprüchen auf sich aufmerksam gemacht. Um nur zwei zu nennen, möchte ich hier einige zitieren. Zum Beispiel das Zitat oder der Spruch für mehr Südtirol in sicheren Händen oder auch der Wahlslogan von 2008, Südtirol gehört dir, dafür sorgen wir. Müssen sich die Freiheitlichen jetzt Angst machen vor den Sardinen? Also wenn das jetzt bereits unter Populismus fällt, ich muss schon sagen, da muss ich mich ein bisschen wundern. Wir leben in einer Zeit, wo immer wieder verlangt wird, verkürzte Botschaften zu bringen. Ich glaube, wir haben alle Wahlprogramme gemacht, die sehr ausführlich sind, die fundiert sind. Und man sorgt immer, auch gerade von der medialen Seite, dass man verkürzte Botschaften bringt. Das hat für mich sehr wenig mit Populismus zu tun. Und man muss schon auch sagen, der Begriff ist mittlerweile, der wird sehr inflationär
verwendet. Das heißt, Sie sagen, also ich trenne ganz klar zwischen rassistischen Sprüchen und Sagern und dem, was landläufig auch als Populismus benannt wird. Wie überparteilich ist denn jetzt eigentlich diese Bewegung? Wie überparteilich sind die Sardinen? Sie selbst sagen ja auch bei den Kundgebungen, sollen keine Parteilogos, keine Parteifahnen mitgenommen und dann auch offen kundgetan, also öffentlich gezeigt werden. Sind die Sardinen überparteilich, Herr von Wohlgemuth? Ich glaube schon, dass sie überparteilich sein. Ich glaube nicht, dass sie apolitisch sein. Also es ist natürlich klar, dass es eine Bewegung der Zivilgesellschaft Mitte, links des politischen Spektrums darstellt. Leute, die sich eben gegen eine bestimmte Art der Politik wehren wollen, die auch teilweise bei uns für die Freiheitlichen gemacht werden. Die Beispiele von Ihnen waren jetzt nicht sehr zielführend, das waren wohl kalkulierte. Haben Sie Beispiele von Populismus bei den Freiheitlichen auf Lager? Man kann da schauen, wie Sie zum Beispiel konsequent in Ihre Aussendungen Kriminalität und Ausländer in eine Schiene bringen, wie man Rhetorik der AfD übernimmt mit Gutmenschen, Bahnhofsklatscher, Umvolkung, also solche Begriffe, die klar aus dem populistischen Lager kommen und direkt und zielgerichtet eingesetzt werden. Mein lieber Herr Wohlgemuth, ich glaube, Sie kennen mich jetzt auch schon eine Weile und auch in diesem Jahr in der Landtagsarbeit habe ich durchaus bewiesen, welche Sprache ich führe und dass wir Statistiken hernehmen, wie erst kürzlich, wo man wirklich genau gesehen hat, dass der Anstieg der Kriminalität direkt auch mit der Einwanderung zu tun hat. Das sagt die Statistik und wenn Sie der nicht Glauben schenken wollen, dann ist das Ihr Befinden und Ihre Sache. Aber werfen Sie mir da nicht irgendwas vor oder legen Sie mir nicht Sachen in den Mund, die ich auch in dieser Art und Weise nicht gesagt habe. Genau, ich möchte aber die auf die Frage eingehen. Hat er nicht von Ihnen gesprochen, sondern von den Freiheitlichen allgemein. Ja, allgemein. Deswegen, wir kennen die Politik der Freiheitlichen, man, Statistiken als kurze Klammer, weil es geht heute um ein anderes Thema, kann man natürlich lesen, wie man sie lesen will. Ne? Also wenn ich halt anschaue und sehe, dass eine Zunahme von den Diebstählen stattfindet und dass dort vorsichtig ausländer sind. Die Sardinen zur Überparteilichkeit der Sardinen singen im Rahmen ihrer Kundgebungen die italienische Nationalhymne, aber auch das Partisanenlied Bella Ciao. Bella Ciao, das ist indirekt und inoffiziell eigentlich auch die Hymne der Linken. Herr Leiter-Reber, ist für Sie diese Bürgerbewegung, sind für Sie die Sardinen noch übergemeindlich, wenn ein solches Lied gesungen wird? Nicht übergemeindlich, überparteilich. Überparteilichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass man Positionen aus mehreren Lagern auch hat. Wenn ich sehe hier die Sardinen, und es hat jeder Mensch und jeder Bürger das Recht, auf der Straße zu gehen und für seine Positionen zu demonstrieren, sich einzusetzen, das braucht man gar nicht in Frage zu stellen. Die Überparteilichkeit stellt sich, also sehe ich hier nicht, denn ich sehe nicht, dass irgendwelche Positionen auch der Mitte oder sogenannten Rechten übernommen werden. Es sind immer Positionen der Linken. Das drückt sich in diesen Bewegungen ganz klar aus und das ist auch ihr Recht. Aber das sieht man ja auch, welche Politiker sich da auch verbünden und in die Reihe stellen. Und da muss man sagen, wenn sie eine wirkliche Überparteilichkeit hätten, dann wären sie so zum Beispiel, wie es die Grünen in Dänemark waren, die eben in der Migrationsfrage ein rechtes Thema hier auch eine ideologische Wende geschafft haben und gesagt haben, das müssen wir machen, hier müssen wir die Zügel straffen, die waren damit sehr erfolgreich, das wäre mal vielleicht etwas, das auch die Linke ausbrechen könnte und sich wirklich auch diesen Themen widmen könnte. Wir vorher gesagt, ne? Nein. Überparteilich und apolitisch sind zwei verschiedene Sachen. Wenn wir uns hier sehen, wie auch in den sozialen Medien bereits jetzt schon gesagt wird, wir verlangen, dass sie auch einen politischen Niederschlag bei den nächsten Wahlen finden werden. Andreas Leiter-Reber, interessant ist, auch im Vorfeld der Sendung habe ich auch mit Alessandro Urzi, Ihrem Landtagskollegen von Fratelli d'Italia, telefoniert. Er ist ein Vertreter der Mitte-Rechts-Politik in Südtirol. Er meinte, er habe nichts dagegen, dass die Sardinen auf die Straßen gehen und friedlich demonstrieren, aber dann sollten sie sich auch offen als linke Bewegung bezeichnen, denn das sind sie in seinen Augen. Herr von Wohlgemuth, was sagen Sie? Wie gesagt, wenn man sieht, wie sie entstanden sind, damals in Bologna, jetzt vor 2-3 Monaten, nicht, wo es eine Gegenkundgebung zu Salvini war, na, ist das auch viel damit zu begründen, dass glaube die Leute allgemein, und zwar über jedes politische Spektrum, genug haben von einer gewissen Art der Politik, die eben Salvini verkörpert. Er ist jetzt nur Vorsitzender Lega. Nicht? Man sieht halt, wie diese Politik wirkt. Nicht? Auf Ausgrenzung, auf Angst, auf teilweise auch Hass aufbauend, um Wählergunst zu sammeln. Das ist das Problem, was der Populismus eben teilweise hat, auch wenn er inflationär gebraucht wird, wie Sie sagen. Er geht her und verstärkt Ängste der Menschen, um damit Politik zu machen. Er bringt aber keine Lösungen. Was das Interessante aber an der Bewegung ja ist, das ist ja Folgendes, dass wir normalerweise eine große Kundgebung und Proteste gegen die Regierung haben.
Das ist eigentlich das Klassische in einem europäischen Staat, dass man, wenn wir Demonstrationen haben, dann wird gegen die aktuelle Regierung demonstriert, da will man eine Veränderung. Wir haben eine linke Regierung, PD Cinque Stelle in Italien, und jetzt sind die Linken auf der Straße, die sozusagen demonstrieren. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen ein Vorwahlkampf, um diese Kräfte auch wieder nach vorne zu bringen. Dann sage ich noch gleich eines dazu, dass man wirklich sagen muss, warum ist denn Salvini überhaupt stark geworden? Und das, mir geht es bestimmt nicht darum, Salvini zu verteidigen oder seine Ausdrücke zu verteidigen, Dankeschön, sondern... Da haben wir jetzt ein kurzes technisches Problem. Ja, das werden wir schon lösen. Leiter Rebert hat eine starke, deutliche Stimme, dann wird das sicherlich weitergehen. Bitte schön. Wenn wir uns anschauen, was hat ihn stark gemacht? Das ist der Versagen der ehemaligen Regierung in Italien. Hätten die Hausaufgaben gemacht, hätte links oder Mitte links die Hausaufgaben gemacht, hätte sie die Wirtschaft auf die Reihe bekommen, hätte sie auch in der Migrationsfrage konkrete Lösungen gebracht, dann wäre Salvini nie so stark geworden. Da bräuchten wir uns gar nicht hier zu stellen. Kurz, den gleichen Aufstieg gemacht, den vorher Grillo hingelegt hat. Das ist, dass die Leute allgemein einfach genug haben von politischem System, wie es momentan funktioniert, wo die Parteien gegenseitig streiten, wo keine Lösungen gebracht werden, und sie klammern sich halt an den Heilsbringer, der gerade da ist. In diesem Fall ist es jetzt Salvini. Ne? Interessant ist ja, das ist ja ein wirklich neues Phänomen gewissermaßen. Erst seit einem Monat gibt es diese Bürgerbewegung der Sardinen, ist spontan entstanden. Und da sind wirklich zigtausende mittlerweile, die da auf die Straße gehen. Man kann davon ausgehen, dass wirklich viele oder die meisten eher dem Mitte-Links-Lager, dem politischen Spektrum entsprechend zuzuordnen sind. Aber das hatten wir ja eigentlich alle schon mal, meine Herren. Und so, das hatten wir genau. So ist nämlich auch die Fünf-Sterne-Bewegung, Cinque Stelle-Bewegung in Italien entstanden. Daraus entstand dann ein politisches Projekt, sprich die Partei. Andreas Leiter-Reber, glauben Sie, dass auch aus den Sardinen eine neue Partei entstehen könnte? Die Sardinen offiziell wollen damit ja noch nichts damit zu tun haben. Sie sagen, nein, wir wollen keine Partei sein. Es liegt natürlich sehr nahe, dass Sie die gleiche Entwicklung nehmen, aus dem einfachen Grund, wir leben in einer Demokratie, wir haben regelmäßig Wahlen, bei uns, wir sind nicht direkt demokratisch, wir haben parlamentarische Demokratie, das heißt, bei uns wird über die einzelnen Parteien in den verschiedenen Gremien, Gemeinderat auf Landesebene oder eben auf römischer Ebene dann gearbeitet und dort die politischen Inhalte umgesetzt. Also das liegt natürlich nahe, dass Sie diese Entwicklung machen würden, aber viel interessanter ist ja ein Aspekt. Wenn unsere Autonomie wirklich so stark wäre und wir eine echte Selbstverwaltung hätten, dann würden wir dieses Problem, das ja ein inneritalienisches Phänomen ist, was zurzeit passiert, dann würden wir uns dieses Thema gar nicht von außen aufdrücken lassen, es ist eben kein rein italienisches Problem. Das ist ein Problem, was sich quer durch Europa zieht. Wir sehen das in Ungarn, wo sie es schon geschafft haben. Wir sehen es in Österreich, wo nur der Ibiza-Zwischenfall inzwischen gekommen ist. Wir sehen es mit der AfD in Deutschland, Le Pen in Frankreich oder auch Trump in Amerika. Die Leute sind enttäuscht von den fehlenden Lösungsvorschlägen, die Politik gemacht hat. Vielleicht muss sich die Politik, es waren Linke und Rechte an der Regierung. Der große Fehler, was gemacht worden ist, ist, dass man die Leute am Stammtisch nicht mehr zugehört hat. Der Fehler aber ist, im Umkehrschluss darauf hinzugehen, Politik wie am Stammtisch zu machen. Und das passiert momentan. Viele Leute haben eben Angst vor dieser Entwicklung, weil sie mit Grundwerte, jedenfalls mit meinen Grundwerten, nicht vereinbar ist. Können so gesehen die Sardinen in Italien vielleicht genauso erfolgreich werden wie die Fridays for Future Aktivisten, die mittlerweile auch die Politik gewissermaßen vor sich hertreiben? Und das möchte ich jetzt nicht als negativ so umschreiben, aber Fakt ist, seit es diese Schulstreiks gewissermaßen, diese Klimastreiks an den Freitagen gegeben hat, haben viele Regierungen auch das Interesse und auch die Sensibilität für die Klimaschutzpolitik erhöht. Das sieht man auch im Rahmen der EU, die ja auch bis 2050 klimaneutral sein möchte, oder auch die deutsche Bundesregierung hat erst kürzlich ein Klimapaket geknüpft, gewissermaßen geschnürt. Mit anderen Worten, könnten hier die Sardinen auch die Politik in Italien im Allgemeinen vor sich her schieben, vor sich hertreiben, Herr Andreas Leiter-Reber? Natürlich sind große Menschenbewegungen bzw. auch die Medien, die den Fokus darauf legen. Zum Beispiel haben wir jetzt die Sardinen, über die auch in Südtirol ausführlich gesprochen wird. Die großen Demos, die es in Deutschland zum Beispiel die Bauerndemo gegeben hat gegen bestimmte Entscheidungen der Bundesregierung im Deckmantel des Klimaschutzes, da haben wir weniger gehört. Aber unabhängig davon muss man sagen, unser Sozialstaat, unser Rechtsstaat braucht
eine gesunde Wirtschaft, damit das Soziale abgedeckt ist. Wir brauchen Mechanismen und auch neutrale Berichterstattung. Das heißt, dass hier was hat diese Lassen Sie mich das fertig ausführen. Es geht darum, in der Umsetzung dann, eines ist, was ich mir wünsche. Das andere ist, was hat eine Gemeinde, fangen wir bei der kleinen Einheit an, oder ein Staat für eine Verantwortung für sein Land. Ich kann nicht das, was seit 200 Jahren, wenn wir jetzt beim Klima zum Beispiel bleiben, was man eine Industrialisierung, die 200 Jahre gedauert hat, ich kann das nicht innerhalb von 5 Jahren auf Null stellen. Da brauche ich verantwortungsvolle Lösungen, die eben nicht pauschal einherkommen. Ja, und deswegen sage ich, kann man sagen, dass die Grünen schon seit 40 Jahren mittlerweile Lösungen fordern. Passt, aber wenn man jetzt aber die rechte Hand hat, ist nicht, es schön zu sehen. Linie zu fahren, ist, ja, sondern ein verantwortungsvolles und Herr Leiter, Leber, lassen wir ganz kurz von Wohlgemut auch dazu so etwas sagen. Jetzt trifft man wieder ab von den Sardinen. Ne? Ich glaube, der Realitätsbezug. Fridays for Future, Sardinen. Ich glaube, dass eben die Fridays for Futures und die Sardine ein Symptom sind, was uns Parteien in dem Moment zu denken geben soll. Warum vertrauen die Menschen nicht mehr den Parteien? Warum gehen sie auf die Straße und erklären sich dezidiert als überparteilich oder unpolitisch? Ne? Weil sie Forderungen haben, die umzusetzen sind. Bei den Sardinen ist das ganz interessant. Sie wollen eine Veränderung der italienischen Politik. Also sie haben jetzt einen Forderungskatalog gemacht, das sind 6 Punkte, die erstmals rausgekommen sind. Bisschen schwammig noch, was natürlich verständlich ist in dieser kurzen Zeit. Aber was fordern Sie denn? Dass Minister, die gewählt werden, im Ministerium arbeiten und nicht auf irgendwelche Strände herumtanzen und irgendwelche Partys schmeißen. Dass Politiker kommunizieren institutionell und nicht mit einem Beraterstab von 200 Personen, die Facebook-Accounts betreuen und das letzte Pasta-Bild posten. Das, hat aber das generell, ist der Punkt. Und das ist der Grund, warum die Leute mit der Sardine auf die Straße gehen, weil sie von dieser Politik genug haben. Und im gleichen Atemzug kommen die Fridays for Futures, weil sie dort auch andere Forderungen haben, die sie nicht finden. Die Menschen, die mich kontaktieren als Politiker, die sind da viel konkreter. Die haben ganz klare Probleme. Die haben Probleme, weil sie sich die Wohnung nicht bezahlen können, weil sie sich verschulden müssen, bis sie 60 sind. Die haben Probleme, weil sie in Altersarmut geraten. Die haben Handwerker, kleinere Betriebe haben Probleme, weil die Bürokratie sie fertig macht. Das sind die konkreten Sachen und Forderungen, die an die Politik gestellt werden, die wir lösen müssen. Und ich glaube, ist es trotz interessant, wenn man an die Politik anschaut, sei es von Salvini, wie auch da, also von den Freiheitlichen, dann werden diese Probleme nicht als Lösung herangegangen. Es werden andere Probleme kreiert. Ist es interessant, dass bei diesen Sardinenkundgebern, ich habe das auch in Bozen beobachten können, junge Menschen mitmachen, aber auch ältere. Jung und alt gewissermaßen geht da auf die Straße, um eben zu demonstrieren. Vor allem geht es schon auch um die Intoleranz, die teilweise festgestellt wird, um den Hass und auch um den Populismus in der Politik. Und dennoch werden nicht politische Slogans verwendet. So gesehen, wo können die Sardinen hinkommen? Was können die Sardinen, Andreas Leiter-Reber, in Italien konkret bewirken in Ihren Augen? Seit einem Monat gibt es diese Bewegung. Es wurden schon viele tausend Menschen bei den Kundgebungen gezählt. Was können Sie bewirken? Ich habe Angst, dass es Ihnen gleich gehen wird, wie Sie es vorher gezeichnet haben, das Bild der Cinque Stelle, der 5-Sterne-Bewegung, dass man wirklich hier auch dann den politischen Fortsatz sucht und in dem Moment, wo man aber auch Verantwortung trägt, denn eines ist Forderungen stellen oder auch etwas zu kritisieren, durchaus legitim. Aber jeder, der in einem Gremium drinnen ist, der weiß, ich muss verantwortungsvoll handeln, um Probleme, konkrete Probleme zu lösen, der muss dann auch Antworten bieten. Und hier kommen ja zurzeit keine Antworten, sondern einfach, es wird gesagt, was mir nicht gefällt. Aber eine Antwort, eine lösungsorientierte, die haben wir da ja nicht. Es gab ja auch Lob von der katholischen Kirche für diese Bewegung. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin meinte, man soll alles Gute solcher Bewegungen aufnehmen und es zum Wohl des Volkes nutzen. Können das die Sardinen, Herr von Wohlgemut? Wenn sie eine Bürgerbewegung bleiben, wenn sie sich nicht parteipolitisch positionieren, indem sie eine eigene Partei werden, wie die Cinque Stelle geworden sein, dann haben sie diese Möglichkeit sicher. Also ein Umdenken in der Gesellschaft herbeizuführen und auch bei den Politikern, wie es die Fridays for Futures im Klimabereich geschafft haben. Heute stellt sich keiner mehr hin und stellt den Klimawandel öffentlich in Frage, also manche eigene, oder macht keine Lösungen in dem Bereich und sieht es nicht mehr als prioritär an. Das Gleiche erhoffe ich mir von den Sardinen, dass die Leute herkommen und sagen, okay, wir müssen eine andere Kommunikation in der Politik erreichen, wir müssen konstruktiv zusammenarbeiten, auch mit den politischen Gegnern, um Lösungen zu bringen und nicht eben, wie gesagt,
Social-Media-Politik zu machen. Die Sardinen also sorgen für Diskussionen und die werden auch weitergehen, denn die Sardinen haben ja auch bereits angekündigt, ab Jänner weitere Kundgebungen und Aktionen in Italien durchführen zu wollen und vermutlich dann auch wieder in Südtirol. Und deshalb werden auch wir morgen wieder dieses Thema aufgreifen. Was halten Sie von den Sardinen? Ist das eine Bürgerbewegung mit Zukunft für Italien und für Südtirol? Was können die Sardinen tatsächlich erreichen? Ist es überhaupt gut, dass es die Sardinen gibt oder nicht? Rufen Sie an. Deshalb interessiert uns auch morgen ganz speziell Ihre Meinung. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit. Ich habe dazu extra im Studio die Mitorganisatorin der Südtiroler Sardinenkundgebung vom vergangenen Freitag, Nausica Mocellin, eingeladen. Das alles also morgen nach den 13 Uhr Radionachrichten im Mittagsmagazin Spezial. Die grüne Nummer haben Sie vorhin eingeblendet gesehen. Für hier und jetzt bedanke ich mich recht herzlich bei Andreas Leiter-Reber von den Freiheitlichen und bei Felix von Wohlgemuth von den Grünen für diese interessante Diskussion. Jetzt wird aber nicht mehr diskutiert. Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit. Wir diskutieren vielleicht noch weiter, aber dann abgedreht am Schalter. Und wir stellen Ihnen vielmehr jetzt nämlich die Tradition des Christbaumes vor. Wir von Pro und Contra sehen uns dann in einem Monat nach der Winterpause wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit, schöne Feiertage. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.